Hallo Leute, seid gegrüßt, ich hoffe es geht euch gut und willkommen zurück hier auf dem Kanal. Für das heutige Orchideenporträt habe ich wieder eine Art aus der Gattung Dendrobium für euch dabei, nämlich Dendrobium lindleyi. Und da ist ja auch schon meine Orchidee des Tages. Ich halte sie mal kurz in die Kamera. Eine wunderschöne Zwergorchidee, die ein wahres Blütenfeuerwerk entfesselt und hier solche langen Blütenstände, die hängend sind, produziert. Und da hat sie bis zu 20 Blüten gleichzeitig geöffnet. Natürlich kommt es immer auf die Größe der Pflanze, der Pseudobulben an. Ja, umso kräftiger Pseudobulbe, umso toller fällt auch der Blütenstand aus. Also dieser hier hat fast 20 Blüten geöffnet. Der untere ist ein bisschen kleiner, da habe ich bloß 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blüten offen. Und hier an der Seite ist auch noch ein Blütenstand mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blüten. Ja, also ihr seht, es kommt darauf an, wie kräftig ist die Pseudobulbe, die den Blütenstand trägt. Aber ihr könnt hier locker mit einem Blütenstand von 20, vielleicht auch 22 Blüten rechnen. Also eine wunderschöne Orchidee, die einmal im Jahr ein wahres Feuerwerk entfesselt. Also ich bin ein großer Fan von Dendrobium lindleyi. Ihr einziges Manko ist einfach nur die Tatsache, dass sie leider nicht duftet. Also ich kann ein ganz schwaches Parfüm wahrnehmen, aber ich würde jetzt Dendrobium lindleyi nicht als Duftorchidee bezeichnen, aber ist eine sehr kulturwürdige und auch leicht zu pflegende Orchidee. Dendrobium lindleyi kommt aus Südostasien und zwar hier ist sie beheimatet in den Staaten Indien, Südchina, in Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, so die Ecke, da müsst ihr Dendrobium lindleyi verordnen und ist eine Pflanze, die kommt in Höhenlagen von etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel bis auf etwa 1400 Meter über dem Meeresspiegel vor. Und diese Pflanzen dürfen auf keinen Fall gehätschelt werden, wie bei den Steinlilien. Wenn ihr hier eine reiche Blüte im Frühjahr haben wollt, dann müsst ihr sie wirklich kühl, so sonnig wie es geht, und auch trocken überwintern. Die müsst ihr richtig quälen. Ja? Ihr seht ja auch hier die Pseudobulben von meiner lindleyi, die sind immer noch nicht prall. Also die haben jetzt den ganzen Winter relativ viel Trockenstress gehabt. Ihr seht ja, wie die gefurcht sind. Aber ich habe jetzt schon angefangen, die Pflanzen wieder ein bisschen mehr zu gießen, weil sobald der Blütenstand etwa 5 cm lang ist, dann sollte man auch wieder anfangen zu gießen. Aber richtig prall werden sie erst wieder, wenn jetzt die Regenzeit einsetzt oder wenn ihr halt euer Gießregime nach oben fahrt und die Pflanzen dann deutlich mehr gießt. Wo wir gerade vom Gießen reden, ja, hier, es fängt gerade zu regnen an. Ich hoffe, es ist nur eine kleine Husche, dass ich mein Video noch zu Ende machen kann. Denn diese Pflanzen wollen in der sommerlichen Wachstumsperiode, wollen sie richtig viel gegossen werden. Da saufen sie richtig. Aber im Winter wollen sie kühl, trocken und so sonnig, wie nur irgend geht, kultiviert werden. Und dann machen sie auch eine reiche Blüte. Und diese Pflanzen sind wirklich dafür bekannt, dass sie, wenn sie zu feucht gehalten werden oder zu warm gehalten werden im Winter, dass sie dann nicht blühen oder nur sehr schlecht blühen. Ja? Diese Pflanzen sind auch sehr jung. Also ich habe die Pflanze damals im Koffer mitgebracht aus Spanien. Damals waren sie noch viel kleiner. Ich habe sie damals in Spanien im Topf kultiviert, weil in Spanien einfach die Sommer so trocken waren, dass ich sie im Topf kultivieren musste, damit ich einfach auch die Feuchtigkeit im Sommer den Pflanzen geben konnte. Und hier in Guatemala habe ich sie auf diesen Shashim-Brettern, könnt ihr das sehen, diese Wurzeln, also Farnwurzeln, aufgebunden. Und dann sind sie irgendwann so groß geworden, dass ich mir gedacht habe, ha, ich möchte sie gerne auf einem Stück Holz haben. Und das ist eine Sache, das mache ich ganz gerne mal, dass ich, wenn ich sie aufgebunden habe, dann möchte man nicht unbedingt die Pflanze wieder vom Brett runter operieren. Und deswegen schraube ich dann einfach diese kleinen Brettchen auf ein großes Brett auf. Ja. Hier habe ich jetzt ein ganz normales Kiefernbrett und da habe ich beide Shashim-Bretter, also diese Farnwurzelbrettchen aufgelegt und dann einfach mit einer Schraube durch. Könnt ihr das hier erkennen, da könnt ihr noch den Schraubenkopf sehen. Und das hat den Vorteil, dass ihr die Wurzeln nicht anfassen müsst, also nicht zerstören müsst, weil ihr seht ja, wie die hier, könnt ihr hier die Wurzeln sehen, die können ungestört weiter wachsen, die Wurzeln dann durch den Shashim durch auf das Kiefernbrett oder sie wachsen an der Seite entlang und dann aufs Kieferbrett.
Und das ist quasi dann ein stressfreier Umzug für die Pflanze. Weil wenn ihr sie natürlich mit dem Messer runterschneidet und auf ein neues Brett aufbindet, dann wird diese Pflanze natürlich erstmal in ihrem Wachstum zurückgesetzt und wird erstmal mökern eine Weile. Jetzt fängt langsam richtig stark an zu regnen, ja, aber ich denke, wir kriegen das noch hin. Es ist noch, da hinten wird es schon wieder heller, sehe ich. Also Faustregel für diese Pflanzen ist, im Sommer wirklich schön gießen. Ja, die wollen reichlich Wasser haben, während sie im Trieb sind, und im Winter kühl, trocken und sonnig. Und diese Pflanzen bilden auch mehrere Pseudobulben im Jahr. Das heißt, die sind auch sehr wüchsig. Ja? Deswegen kann man sie auch gut düngen. Ich würde sagen, in der sommerlichen Wachstumsperiode würde ich denen schon 1,5 bis 2 Gramm Volldünger pro Liter Wasser geben. Und ja, einmal die Woche, einmal alle 10 Tage kann man sie mit dieser Lösung düngen. Ihr könnt Blätter und Wurzeln damit düngen. Und wie gesagt, ihr solltet die Düngung einstellen, nachdem die Pseudobulben ihre Endgröße erreicht haben und mehr oder weniger ausgereift sind. Und dann sollte man die Pflanzen ohne Dünger noch ausreifen lassen bis in den Herbst hinein, so dass die Triebe halt noch, ja, ausgereift in den Winter gehen. Ja? Weil ihr solltet auf keinen Fall die Pflanzen bis weit in den November düngen. Also am besten, ihr hört so auf, ja, Ende August, Mitte September, je nachdem wie euer Jahr ausgefallen ist. Ja? Wenn die Pseudobulben ihre Endgröße erreicht haben, dann bitte nur noch gießen, bis die Pflanzen dann in die Winterruhe gehen. Ja, ja, der Regen macht es mir gerade wirklich schwer, aber wir ziehen das durch. Ja, wir ziehen es durch. Auch im Sommer wollen diese Pflanzen sonnig stehen, also etwa wie Cattleyas, aber sie brauchen jetzt nicht so viel Sonne, wie man vielleicht denkt, also im Halbschatten eines Baumes. Da sind die Pflanzen happy, weil die Pflanzen wachsen ja in diesen Laubwäldern, die im Winter ihr Laub abwerfen. Und dadurch sind die natürlich im Sommer ein bisschen mehr beschattet, da die Bäume ja quasi ihr Laub haben. Und im Winter kriegen sie halt mörderische Sonne auf den Kopf. Deswegen sind die Pflanzen eigentlich mit Halbschatten im Sommer ganz happy. Und im Winter auf ein Südfenster oder wenn es geht, ein LED-Panel, ja, so Zusatzbeleuchtung. Und dann solltet ihr kein Problem haben mit diesen Pflanzen. Wie gesagt, im Winter müsst ihr sie dann richtig an die Kandare nehmen, ja, nicht hätscheln. Den könnt ihr ruhig was zumuten, haltet sie ordentlich trocken. Ja, das reicht aus, wenn ihr sie 2-3 Mal im Monat besprüht, dass sie nicht zu sehr einschrumpfen, und dann halt kühl und sonnig. Und dann könnt ihr auch mit einer sehr ordentlichen Blüte im Frühjahr rechnen. Ja? Ich würde sagen, wir lassen jetzt den ersten Teil, weil jetzt kommt der Regen wirklich stark runter. Und jetzt kommen die Nahaufnahmen, den ich Gott sei Dank schon vorher abgedreht habe. Da haben wir jetzt hier schöne Nahaufnahmen mit der Sonne auf den Blüten. Und dann würde ich sagen, drehe ich jetzt die Kamera um und dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier sehen wir jetzt die Blüten von Dendrobium Lindleyi mal in der Nahaufnahme. Was natürlich zuallererst ins Auge sticht, ist diese extrem große und auch weit ausgeformte Lippe. Hier könnt ihr auch sehen, dass die Lippe sehr schön oval geformt ist mit einem kleinen Einschnitt hier unten. Und die Blüten an sich sind eher, ich würde sagen, blassgelb, aber im Zentrum der Lippe haben wir ein ganz großes orangefarbenes Feld, was noch von einem gelben Ring umgeben ist. Ja. Und dann strahlt dieser gelbe Ring in diese eher blass gelben Außenbereiche der Lippe, also wirklich sehr interessant. Leider duftet diese Orchidee nicht. Vielleicht in den Morgenstunden, wenn sie ein bisschen Morgensonne abbekommt, dann duftet sie ganz leicht, aber ich würde Dendrobium Lindleyi auf keinen Fall als Duftorchidee bezeichnen. Die Blüten sind ca. 3 cm in der Breite und auch 3 cm in der Höhe. Das hört sich jetzt natürlich nicht so viel an, aber wenn ihr euch mal diesen Blütenstand vor Augen führt. Also hier haben wir fast 20 Blüten gleichzeitig geöffnet, und schaut euch mal diesen kleinen Pflanzenkörper an. Sehr kompakte kleine Pseudobulben, und die produzieren diesen gigantisch großen Blütenstand. Das ist schon ein Hingucker, das kann man nicht anders sagen. Ja. Hier unten haben wir noch einen weiteren Blütenstand, der ist gerade am Öffnen. Wenn die Blüten öffnen, dann sind sie eher, naja, ich würde sagen, cremeweiß, gelblich, und die dunkeln dann auch nach mit der Zeit. Ihr seht es ja hier.
Also wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Das kann man nicht anders sagen. Leider ist diese Blüte nicht sehr langlebig, also etwa eine Woche bis maximal 2 Wochen, wobei 2 Wochen schon sehr optimistisch geschätzt ist. Aber Dendrobium Lindley ist ja auch dafür bekannt, dass sie ein solches Blütenfeuerwerk produziert und dann nach relativ kurzer Zeit ist es dann leider auch schon vorbei mit dem Blütenzauber. Man muss dann wieder aufs nächste Jahr warten. Aber es lohnt sich definitiv, weil dieses Blütenfeuerwerk ist schon beachtlich. Vor allem, wenn man sich diese kleinen Pseudobulben mal anschaut, dass die in der Lage sind, so etwas zu produzieren. Das ist schon wirklich der Hingucker. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Tschüssikowski.